liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen auf dem Informationsportal des Brustgesundheitszentrums Hamburg, einem Zentrum, das sich zum Ziel gesetzt hat, von Brustkrebs betroffene Menschen flächendeckend und heimatnah zu versorgen. Brustkrebs ist eine weit verbreitete Krankheit. Jährlich erkranken in Deutschland allein etwa 55.000 Frauen neu daran. Wir wollen Ihnen hier auf dem Informationsportal alles rund ums Thema Brustkrebs zusammenstellen und zur Verfügung stellen. Experten aus unseren Standorten geben Ihnen dabei kompetente Antworten. Heute befassen wir uns mit dem Thema Chemotherapie und therapiemildernde Maßnahmen. Dazu begrüße ich bei mir im Studio Dr. Axel Stang, Hämatologe und Onkologe am Standort Barmbek, und Dr. Susanne Tiede, ebenfalls internistische Onkologin am Standort Harburg des Brustgesundheitszentrums Hamburg. Herzlich willkommen. Dankeschön. Chemotherapie. Klar, wenn man das Wort hört, hat man sofort Bilder im Kopf, es geht einem schlecht, es fallen einem die Haare aus, aber jetzt fangen wir mal damit nicht an, sondern fragen vorab, ist Chemotherapie denn immer nötig? Ist das ein Muss, wenn ich Brustkrebs habe? Nein, das kann man ganz und gar nicht so sagen. Wir haben eine ganze Reihe von Therapieformen zur Verfügung und die Wahl der Therapie richtet sich nach vielen Kriterien, unter anderem danach, welche Eigenschaften der Brustkrebs hat. Da gibt es unterschiedliche Eigenschaften und danach entscheiden wir, welche Therapieformen in Frage kommen. Wir haben also verschiedene Formen, Hormontherapien, Chemotherapie und auch Antikörpertherapien zur Verfügung, die entweder allein oder in Kombination gegeben werden. Können Sie vielleicht, Herr Dr. Stang, jeweils zwei, drei Sätze machen, was wofür ist? Also zu jeder Therapie einfach die zwei, drei wichtigsten Dinge, wann kann man die machen und ab was bewirken sie? Wir haben drei wesentliche Faktoren. Erstens das Tumorgewebe. Wir untersuchen, oder der Pathologe untersucht im Tumorgewebe, ob die Tumorzellen empfindlich sind gegen bestimmte Substanzen, die nennen wir Antikörper. Wenn die positiv sind, kommt diese Antikörpertherapie zum Einsatz. Dann gibt es einen zweiten Gesichtspunkt, das ist die Patientin als solches. Eine ältere Patientin wird etwas anders behandelt als eine jüngere Patientin. Und wir richten uns danach zum Beispiel, ob die Lymphknoten befallen sind oder nicht befallen sind bei der Erkrankung, ob eine Chemotherapie zusätzlich erforderlich ist oder nicht. Heute ist das Konzept ausgesprochen individuell. Es wird jede Patientin in einem Tumorboard besprochen, wo der Pathologe sitzt, die Onkologen, die Gynäkologen und dann gemeinsam die individuelle Therapie anhand der genannten Befunde festlegt. Es ist heute so, dass nicht in jedem Fall eine Chemotherapie notwendig ist und in der Zukunft bemühen wir uns darum, aus dem Tumorgewebe selbst Befunde zu erheben, bei welchen Patientinnen das notwendig sein wird und bei welchen nicht. Das ist aber Zukunftsmusik im Moment. Okay, das heißt Zukunftsmusik für 5 Jahre, 10 Jahre? Ja, das ist 5 bis 10 Jahre ist der Zeitraum, um den es hier geht. Okay, wir hatten noch nicht jetzt die Hormontherapie angesprochen. Ist das eher was, was ältere Frauen mit Brustkrebs dann machen werden oder ist das bei jüngeren Frauen genauso, Frau Dr. Tiede? Also diese Therapieform kommt dann zum Einsatz, wenn man auf der Oberfläche der Tumorzellen bestimmte Eiweißkörper feststellen kann, die Hormonrezeptoren genannt sind. Wenn die vorhanden sind, haben wir die Möglichkeit, durch eine Hormonentzugsbehandlung einen Wachstumsimpuls von den Zellen fernzuhalten und dadurch Tumorzellen zum Absterben zu bringen. Diese Therapie kann in jeder Altersgruppe zum Zuge kommen, wobei es auch abhängig ist davon, ob die Frau sich noch vor den Wechseljahren befindet, gerade in den Wechseljahren ist oder die Wechseljahre schon hinter sich hat. Dadurch wird der Hormonhaushalt der Frau festgelegt und das beinhaltet unter Umständen ein anderes Konzept für eine Hormontherapie, als man das bei anderen Frauen einsetzen würde. Okay, sagen wir mal, man kommt um die Chemotherapie nicht drumherum. Mhm. Was wird überhaupt bei einer Chemotherapie gegeben? Was ist das für ein Stoff? Also Chemotherapie bedeutet, dass Medikamente gegeben werden, die im Allgemeinen Zellgifte sind. Diese Medikamente wirken bevorzugt auf Tumorzellen, haben aber auch Nebenwirkungen auf
normale Körperzellen. Die positive Seite ist, dass die Wirkung gegen die Tumorzellen zum Beispiel den Rückfall der Erkrankung vermindern. Und deshalb setzen wir die Chemotherapie im Grunde genommen auch ein, um dieses Risiko eines Rückfalls zu vermindern. Die Nebenwirkungen dieser Medikamente sind ausgesprochen unterschiedlich. Sie hängen von den Medikamenten selbst ab. In aller Regel ist es eine Infusionstherapie, ein Tropf, wie man häufig so sagt, wo eine Infusion angelegt wird, in der das Medikament enthalten ist, und die Infusionsdauer ist etwa eine halbe bis eine Stunde in der Regel. Das gilt nicht für alle Substanzen, aber in der Regel ist das so. Es gibt heute auch moderne Chemotherapeutika, die als Tablette gegeben werden können, wo also diese Infusionstherapie nicht notwendig ist. Das ist aber die Ausnahme noch. Und was ganz wichtig ist, die Chemotherapie wird nicht allein gegeben, sondern es gibt eine sogenannte Begleittherapie, die Nebenwirkung dieser Chemotherapie abmildern soll. Also beispielsweise früher die Übelkeit war ja ein großes Problem. Das haben wir heute gute Substanzen, die das fast immer verhindern. Haarausfall ist leider eine Nebenwirkung, die sehr häufig bei einer Chemotherapie auftritt. Aber dieser Haarausfall ist ja wieder, wie wir sagen, reversibel. Das heißt, die Haare wachsen wieder nach Abschluss der Chemotherapie. Und ansonsten erfolgt vor der Gabe der Chemotherapie ein ausführliches Aufklärungsgespräch, wo die Nebenwirkungen der speziellen Medikamente genau im Einzelnen besprochen werden. Das ist so die gängige Praxis. Ja. Und ist das dann so, dass man, also wenn Sie jetzt diese Infusion, bevor Sie die Infusion geben, dass Sie dann zum Beispiel, damit es einem nicht übel wird, andere Zusatzmedikamente eben verabreichen? Oder wie sieht das aus? Ja, also je nach Wahl der Medikamente, also im Wesentlichen kommen 5 Substanzen bzw. Substanzklassen zum Einsatz in der Chemotherapie bei Brustkrebs, um das Rückfallrisiko zu vermindern. Wir kennen diese Substanzen genau, die sind seit langem in unserem Einsatz und daher kennen wir auch die typischen Nebenwirkungen jeder einzelnen Substanz. Wir wissen zum Beispiel, wie stark die Wahrscheinlichkeit ist, dass einem nach einer bestimmten Infusion übel wird, in welchem Zeitabstand das häufig auftritt, und können entsprechend vorbeugen, indem wir vorher Spritzen geben oder auch Tabletten geben und den Betreffenden auch noch etwas mit nach Hause geben. In der Regel kann man diese Chemotherapien ambulant durchführen und die Frauen können nach der abgeschlossenen Behandlung wieder nach Hause gehen, in ihr häusliches Umfeld. Aber wir sorgen dafür, dass sie etwas mitbekommen mit entsprechendem Informationsmaterial, dass sie sich, falls ihnen da zu Hause doch noch mal übel ist oder irgendwas anderes auftritt, dann auch selber helfen können. Das ist ganz wichtig, damit die Patientinnen da auch die Autonomie behalten und das selber steuern können. Das heißt auf gut Deutsch, wie viele Stunden, wenn ich jetzt sozusagen aus dem Krankenhaus entlassen bin, aber ich brauche ja dann immer wieder Chemo, wie viele Stunden Zeit ist das dann immer, die ich sozusagen dann ambulant verbringen muss? Das hängt vom genauen Schema im Einzelnen ab, aber ich sage jetzt mal grob, häufig ist es eine Situation, wo alle 3 Wochen an einem Tag eine Infusion gegeben wird, beziehungsweise die Infusion auch mehrerer Medikamente. Das ist häufig so, dass die kombiniert werden. Also ein Cocktail gemixt wird. Und dann so ein Cocktail, genau. Und dann ist das ein Zeitaufwand, sag ich mal, der Gesamtzeitaufwand von Eintreffen bis wieder nach Hause gehen, liegt dann in der Regel so zwischen 2 und 4 Stunden. Und ich will vielleicht auch nochmal unterstreichen, was Frau Dr. Tiede gesagt hat. Diese Therapien sind ambulant in aller Regel durchführbar. Das heißt, man kommt und geht wieder nach Hause. Und es ist durchaus sogar möglich, mit so einer Chemotherapie hinterher zur Arbeit zu gehen. Das gibt es auch. Es ist also nicht ausgeschlossen. Und daran zeigt sich, dass diese Medikamente, die wir mittlerweile sehr gut kennen und auch von der Nebenwirkungsseite sehr gut kennen, wo wir viel vorbeugend tun können gegen die Nebenwirkungen, dass die häufig gut vertragen werden. Und die Sorge vor der Chemotherapie, das ist etwas ganz Schlimmes, das ist Teufelswerk, Teufelzeug, die sollte man nicht haben, die Fragen, die man hat, sollte man in dem Aufklärungsgespräch stellen. Und die Frau sollte sich genau erklären lassen, worin bei den Medikamenten, die sie bekommt, die besonderen Nebenwirkungen bestehen, damit sie auch darauf reagieren kann, wenn Dinge eintreten, und sagen kann, das habe ich als Nebenwirkung gehabt und dass es nicht untergeht. Also das ist auch noch ein ganz wichtiger Aspekt. Also Chemotherapie ist nicht etwas rein Passives, was man über sich ergehen lassen soll, sondern so eine Therapie
ist immer auch ein Dialog zwischen dem Behandler und der Patientin oder dem Patienten. Und wenn irgendetwas nicht so läuft, wie die eine oder andere Seite sich das denkt, dann hat man ja auch Gelegenheit, zwischen den Therapiezyklen darüber zu sprechen und zu überlegen, was verändert man. Also zum Beispiel, wenn eine Nebenwirkung bei der einen Patientin heftiger ausgefallen ist, als man das erwartet hätte, dann wird natürlich überlegt, was machen wir beim nächsten Mal anders, um dann die Nebenwirkungen besser abmildern zu können. Die Frage ist, denn kann man dann auch von, Sie hatten ja gesagt, es gibt verschiedene Klassen von diesen Mitteln, die gegeben werden in der Chemotherapie, kann man denn dann auch innerhalb dieser Klassen wechseln? Gibt es da die Möglichkeit, also wenn man jetzt feststellt, okay, irgendetwas funktioniert gar nicht für eine Patientin zum Beispiel, oder ist man da gebunden, dass man sagt, okay, bei Brustkrebs hat man eigentlich, ich sage mal, 4 oder 5 Möglichkeiten nur zu geben und wenn 2 oder 3 nicht funktionieren, hat man schon eine Schwierigkeit? Also wir haben innerhalb dieser groben Substanzklassen Medikamente, die innerhalb dieser Klasse wieder unterschiedlich sind. Okay. Also das Gesamtspektrum ist dann insgesamt an Medikamenten schon größer. Man orientiert sich im Allgemeinen an international üblichen Schemata. Also die sind in großen Studien gut untersucht, häufig in unterschiedlichen Ländern auch angewandt worden. Und das sind sozusagen die Basisschemata, die man einsetzt. Eine Möglichkeit, darauf zu reagieren, wenn ein Schema sozusagen nicht funktioniert, weil das Nebenwirkung macht, wäre auf ein anderes alternatives Kombinationsschema zum Beispiel umzustellen, die Therapie, was in dieser Situation nach Brustkrebs leider nicht gut ist, wenn man die Dosis reduziert. Das ist in anderen Situationen oft eine gute Möglichkeit, die Nebenwirkung abzumildern. Das ist in dieser sogenannten adjuvanten Situation, nennt man das. Das heißt, wenn eine Frau operiert wurde an der Brust, im Grunde genommen eine Heilungssituation ist und wir die Heilung und sozusagen Chance noch weiter erhöhen wollen durch die Chemotherapie, dann sollte man nicht die Dosis reduzieren, sondern eher das Schema wechseln. Okay. Wie lange dauert denn so eine Chemotherapie in der Regel? Also in der Regel, das ist so eine Faustregel, 6 mal 3 Wochen. Es gibt allerdings auch Schemata, wo man alle 2 Wochen schon die Therapie wiederholt, nicht erst alle 3 Wochen, wie Herr Stang schon erwähnt hat. Das sind besondere Situationen. Ich wollte gerne noch mal auf Ihre vorherige Frage zurückkommen. Mhm. Also Herr Stang hat ja schon herausgestellt, dass wir jetzt nicht aus dem Bauch heraus entscheiden, welche Therapie wir einer Patientin empfehlen, sondern dass wir auf die Ergebnisse großer internationaler Studien zurückgreifen. Aber es ist eben auch wichtig, dass wir die individuellen Faktoren der betroffenen Patientinnen und Patienten mit berücksichtigen. Also zum Beispiel, wenn jemand relevante Vorerkrankungen hat, zum Beispiel eine Herzmuskelschwäche hat, dann verbietet sich unter Umständen die Gabe einer bestimmten Substanzklasse. Und dann müssen wir natürlich von vornherein nach Alternativen suchen. Oder wenn jemand schon schwere Nervenschäden vorher hat, kann es auch vorkommen, dass wir auf ein Medikament, was wir sonst nach der internationalen Datenlage einsetzen würden, verzichten, um die Beschwerden nicht noch zu verschlimmern. Okay. Das Ganze ist also unterstreicht im Grunde genommen, dass das eine individuelle Angelegenheit ist, wo man Standards sozusagen als Grundlage hat, aber dass die nicht schematisch anwendet, sondern auf den Einzelfall versucht sozusagen passend zu machen. Und deshalb sind diese Tumorkonferenzen und diese individuellen Gespräche ganz entscheidend für die Zusammenstellung dieser Chemotherapie. Und um das nochmal mit der Zeit zu betonen, 6 mal 3 Wochen sind also 18 Wochen. Das heißt, in der Regel reden wir von etwa 4 Monaten, um mal eine Faustregel so zu geben. Ne? Nur kurz, Tumorkonferenz, meinten Sie das Treffen mit den verschiedenen Experten zu dem Thema und eben diese individuelle Betreuung anhand der Sachlage? Ja, in diesen Tumorkonferenzen werden ja zum Beispiel Begleiterkrankungen, zum Beispiel eine Herzerkrankung oder auch, es kann ja eine Nierenerkrankung sein, es könnte auch eine Lebererkrankung zum Beispiel vorliegen gleichzeitig. Das wird also sehr genau abgeklopft. Schon im Vorwege gibt es sozusagen Dinge, auf die man besonders achten muss. Und dann wird in Anlehnung oder je nachdem, wie die individuelle Situation ist, wird dann im Grunde auch schon in der Tumorkonferenz häufig festgelegt, in welche Grundrichtung eine Empfehlung auszusprechen ist. Und die wird dann aber nochmal individuell mit der Patientin selbst dann besprochen im persönlichen Gespräch. Das ist die Empfehlung der Konferenz.
das sind die Vorteile, das sind die Nachteile, das sind die vielleicht auch die Probleme und Nebenwirkungen. Und daraus dann wird die endgültige Therapie festgelegt. Spielt ja zum Beispiel auch der Wunsch der Patientin selber eine Rolle. Genau. Aber man kann sagen, eine Chemotherapie ist immer starker Tobak, einfach weil es ist eine Vergiftung des Körpers und natürlich damit auch psychisch, denke ich, sehr belastend. Gibt es denn da für mich als Patientin auch eine Unterstützung, dass ich eben diesen Prozess, außer den Nebenmedikamenten, die ich bekomme, die mir es erleichtern sollen, gibt es da auch eine generelle, vielleicht auch eher psychologische Unterstützung, dass ich das durchstehen kann? Ganz fest gehören natürlich Psycho-Onkologen auch zu unseren Behandlungsteams dazu. Und in unseren Kliniken ist es eigentlich so geregelt, dass jede Patientin schon mal Kontakt im Zusammenhang mit der Entdeckung ihrer Brustkrebserkrankung zu der Psycho-Onkologin oder dem Psycho-Onkologen vor Ort hat. Ein weiterer Punkt, das ist einfach ein Erfahrungswert. Wenn man in Ruhe im Vorfeld über mögliche Nebenwirkungen spricht, über Risiken und die Betreffenden wissen, was auf sie zukommt und vielleicht sogar die Möglichkeit auch haben, mit Betroffenen, die schon mal eine Chemotherapie hatten, zu sprechen, das lindert die Angst und die Betreffenden gehen auch entspannter in die Therapie hinein. Also der Grad der Aufklärung hilft einfach auch besser durch die Therapie durchzukommen. Ich möchte doch noch mal einmal einen Kommentar loswerden. Eine Vergiftung ist eine Chemotherapie nicht. Mhm. Wir wenden Zellgifte ein, also Medikamente, die gegen wachsende Tumorzellen gerichtet sind und versuchen sozusagen die Nebenwirkung dieser Medikamente auf die normalen Zellen auf ein Minimum zurückzuführen. Der Begriff einer Vergiftung ist in diesem Zusammenhang falsch, denn im Grunde genommen muss man es umgekehrt sehen. Es ist ein Segen, dass diese Medikamente vorhanden sind und die zusätzliche Heilung oder zusätzlicher zu der Operation die Heilungschance nochmal deutlich erhöhen. Das muss man dem gegenüberstellen und es ist ja ein letztlich überschaubarer Zeitraum nach der Operation, den diese Chemotherapien einnehmen und die Probleme, die unter der Chemotherapie unter Umständen auftreten können, aber nicht müssen, bei vielen Patientinnen treten ja vergleichsweise geringe oder gar keine Nebenwirkungen aus, die geben sich ja nach Abschluss der Therapie in der Regel auch und dem gegenüber steht ja ein deutlicher Gewinn an Heilungschance. Möchte ich nochmal ganz eindeutig auch nochmal hervorheben. Das ist gut. Die Frage ist, gibt es eigentlich diese Tumorkonferenzen, dieses Expertenteam an allen Kliniken oder gibt es das nur an Spezialkliniken wie dem Brustgesundheitszentrum, die sich darauf spezialisiert haben? Also es gibt inzwischen ja viele Brustzentren in Deutschland, die zertifiziert sind. Und in der Regel gehört in diesen Einrichtungen immer eine Tumorkonferenz als Institution dazu. Und diese Institution ist einfach ein Stück Qualitätssicherung, weil vorher geregelt ist, welche Informationen muss wer zu welcher Patientin einbringen, was wird erfordert, bevor man eine gemeinsame Therapieempfehlung abgeben kann. Und da sitzen eben alle Experten, die sich um die Diagnose und Behandlung von Brustkrebs kümmern in einem Krankenhaus zusammen, also die Radiologen, die auch die Mammographie gesehen haben und mit dem Chirurgen darüber gesprochen haben, was muss operiert werden, was muss alles entfernt werden, dann eben der Pathologe, der das Ganze, was entfernt wird, sich unter dem Mikroskop anguckt und auch nochmal die besonderen Charakteristika des Tumors benennt und uns nochmal sagt, sind die Schnittränder sauber gewesen, dann eben die Gynäkologen, die internistischen Onkologen, Strahlentherapeuten, das haben wir jetzt noch nicht erwähnt, dass in vielen Fällen nach einer Brustkrebserkrankung und Brustkrebsoperation ja auch eine Nachbestrahlung noch erforderlich ist, die sich in der Regel an die Chemotherapie anschließt. Und wenn alle Informationen vorliegen, wird dann eben diese entsprechende Empfehlung abgegeben, aufgrund der gültigen internationalen Therapieleitlinien. Und alle an diesem Brustgesundheitszentrum, von dem wir jetzt ja reden, beteiligten Kliniken haben so eine Tumorkonferenz. Also das heißt, ich kann mich eigentlich sehr sicher fühlen als Patientin, weil ich wirklich rundum versorgt werde von allen Seiten, die eigentlich in diesem Krankheitsspektrum nur möglich sind. Dr. Axel Stang,
Hämatologe und Onkologe am Standort Barmbek, und Frau Dr. Susanne Thiede, ebenfalls internistische Onkologin am Standort Harburg des Brustgesundheitszentrums Hamburg. Ich sage Ihnen vielen herzlichen Dank für die umfassenden Informationen zur Chemotherapie und therapiemildernden Maßnahmen. Vielen Dank, dass Sie da waren. Wenn Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, weitere Informationen oder auch weitere Sendungen zum Thema Brustkrebs anschauen und erfahren möchten, dann bitte ich Sie einfach, klicken Sie auf unsere Internetseite unter www.brustgesundheitszentrum.de. Sie können sich auch gerne telefonisch informieren oder zu einer unserer Brustsprechstunden an den Standorten gehen. Ich verabschiede mich heute von Ihnen und wünsche Ihnen, bis wir uns eventuell das nächste Mal wiedersehen, alles nur erdenklich Gute.